Vor dem 28. Spieltag wird es im Tabellenkeller für den Hamburger SV und den VfB Stuttgart immer ungemütlicher. Der HSV auf Relegationsplatz 16 schaffte unter der Woche gegen den Abstiegskonkurrenten Freiburg nur ein mageres 1:1 und spielt jetzt in Mönchengladbach, wo die heimstarke Borussia nach der Pleite in Frankfurt wieder dreifach punkten muss, damit's was wird mit Europa. Der VfB als Vorletzter hat's nicht leichter. Nach der Pleite in Nürnberg kommt jetzt der Tabellenzweite aus Dortmund an den Neckar. Nach den Bayern die beste Auswärtsmannschaft der Liga. Ein echter Kellergipfel steigt in Freiburg beim Spiel gegen Nürnberg. Beide Teams holten sich in der zurückliegenden englischen Woche Punkte und Selbstvertrauen. Der Sieger dieser Begegnung könnte sich schon ein bisschen von den Abstiegsrängen absetzen. Schlusslicht Eintracht Braunschweig hat durch den Sieg gegen Mainz neue Hoffnung geschöpft. In Leverkusen wartet nun allerdings eine ganz schwere Aufgabe auf die Niedersachsen. Denn Bayer braucht jeden Punkt für die Champions League-Qualifikation und schaffte nach zuletzt 8 Niederlagen in 9 Spielen in allen Wettbewerben unter der Woche in Augsburg erstmals wieder einen Sieg. 4 Zähler mehr als Leverkusen hat Schalke 04 und schielt nach dem Achtungserfolg im Revierderby in Dortmund mehr denn je auf Tabellenplatz 2. Dazu soll gegen Hertha BSC gewonnen werden. Die Berliner sind nach zuletzt 3 Niederlagen etwas aus dem Tritt geraten. Der VfL Wolfsburg hat als 5. Europa weiter fest im Blick. Nach dem Sieg in Bremen sind die Wölfe auch im Heimspiel gegen Frankfurt favorisiert. Die Überraschungsteams aus Mainz und Augsburg mussten am letzten Spieltag jeweils Niederlagen einstecken. Im Duell gegeneinander geht's jetzt für beide darum, den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Auch in Hannover treffen mit 96 und Werder 2 Verlierer der englischen Woche aufeinander. Der Sieger kann sich ins Mittelfeld absetzen. Und im Heimspiel gegen Hoffenheim müssen die Meister Bayern zeigen, wie sie die Feierlichkeiten unter der Woche in Berlin verkraftet haben. Aber Matthias Sammer hat ja schon angekündigt, dass es kein Nachlassen geben werde. O-Ton, wir wollen die restlichen Spiele gewinnen.